mit den Begrifflichkeiten der gesamten Miniserie vertraut zu werden und um zu verstehen, mit welchen Spitzfindigkeiten Herr Füllmich seine Klienten an der Nase herumführt, gibt es hier einen kleinen Crashkurs zum Thema Dr. Rainer Füllmich. Fangen wir mit der Class Action an, was ins Deutsche mit Sammelklage übersetzt wird. Diese dient in den Ländern mit britisch geprägtem Rechtssystem, das sich vom europäischen etwas unterscheidet, dazu, die Interessen vieler Kläger gegen eine Beklagte, meist eine Organisation oder Firma, zu bündeln und auf ein einziges Verfahren zu reduzieren. Das entlastet die Gerichte, da nicht viele Einzelverfahren, sondern nur ein einziges Sammelverfahren organisiert werden muss. Der Nachteil an solchen Sammelklagen ist der, dass sämtliche daran beteiligten Kläger darauf verzichten, ihren tatsächlichen Schaden in einem Einzelprozess feststellen zu lassen, um sich eine individuelle Entschädigung zu erstreiten. Man kann entweder den individuellen Weg beschreiten oder sich einer Sammelklage anschließen. Durch die Beteiligung an Herrn Füllmichs Sammelklagen geben diejenigen, die die 800 Euro plus Steuer eingezahlt haben, ihre Möglichkeit auf, in Deutschland eine Klage in derselben Sache zu erheben. Bei den vielen Sammelklagen, von denen Herr Füllmich immer schwadroniert, ist er selbst gar nicht involviert, sondern beauftragt Mietanwälte mit der Klageerhebung, respektive dem sich Anhängen an eine bereits laufende Sammelklage in New York, die inzwischen vom zuständigen Richter abgewiesen wurde. Die beauftragten Anwälte arbeiten selbstverständlich nicht umsonst. Es ist also abzusehen, wann der Herr Füllmich die zusammengebettelten 1,3 Millionen Euro mit aussichtslosen Klagen verbraten haben wird. Das sollte zum Verständnis der Begrifflichkeiten vorerst reichen. Um etwas deutlicher aufzuzeigen, mit welch sinnlosen Aktionen Herr Füllmich das Geld seiner Klienten verbrennt, gehe ich hier detailliert auf die beiden bislang bekannt gewordenen Sammelklagen ein, an denen die Kanzlei des Herrn Füllmich federführend beteiligt war. Zuerst die Klage in New York, in der eine Gruppe besorgter Eltern und eine Organisation namens Children's Health Defense, zu gut Deutsch Verteidiger respektive Verteidigung der Gesundheit der Kinder, behauptet, New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, Richard D. Carranza als Vertreter der New Yorker Schulbehörde und die Stadt New York hätten gegen die Verfassung der USA und New Yorker Recht verstoßen, indem sie den Schulbesuch von regelmäßigen PCR-Tests abhängig machten. Der Richter beginnt die Klageabweisung damit, dass die Kläger ihre Klage in einer Zeit erheben, in denen die USA sich im Krieg mit einem Virus befinde, der mit über einer halben Million Toten mehr Opfer als der gesamte Zweite Weltkrieg forderte und man dieser Gefahr nur durch einen weitgehenden Lockdown Herr werden konnte. Er führt weiter aus, dass Kinder sowohl infiziert werden können als auch, zu finden unter der Überschrift ID, selbst infektiös sein können. Im Hauptteil geht der Richter auf die Klagepunkte ein und widerlegt diese anhand unzähliger Beispiele. Besonders akribisch wird festgestellt, dass PCR-Tests entgegen der Behauptung der Kläger einfaches Fiebermessen wäre ausreichend, die einzig relevante Methode zur Feststellung einer Infektion darstellen. Die Sammelklage wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die Kläger nicht belegen konnten, dass die Klage erfolgreich entschieden werden könnte und ihre Klagepunkte von Haus aus nichtig seien. Die Kläger in der kanadischen Sammelklage sind Stacy Amick Wabi, Bewohnerin eines Anishinaabe-Reservats, Sean Brennan, ein Unternehmer aus Peterborough, Ontario, George Fayette, Betreiber einer Autowerkstatt in Ontario, Joshua Alice Wilson, ein junger Mann mit Williams-Beuren-Syndrom, Alisa Teutschitsch, Mutter von drei Kindern, Jane Doe, die im Krankenhaus unter Covid-19-Bedingungen entbunden hat, und John Doe, ein Bauarbeiter, der wegen Nichteinhaltung der Covid-19-Schutzvorschriften
mit einer Ordnungsstrafe von 880 Dollar belegt wurde, die von Herrn Füllmich und den Mietanwälten für Kanada erstellte Sammelklage ist noch skurriler als die in New York. Allein die Liste der Beklagten lässt einen am Verstand der Kläger zweifeln. In Punkt 13 Papst Franziskus, in Punkt 14 der Heilige Stuhl, in Punkt 15 der Vatikanstaat, in Punkt 16 der Orden der Jesuiten, in den Punkten 17 und 18 Königin Elisabeth II., in Punkt 19 der Hosenbandorden, in Punkt 20 das Haus Windsor, in den Punkten 21 bis 24 GAVI, die Impfallianz, in Punkt 25 die Weltgesundheitsorganisation und das Gesundheitsministerium von Kanada NEPS, in Punkt 30 seiner Leiterin Therese Tam, in den Punkten 26 und 27 die Bill and Melinda Gates Stiftung, in den Punkten 28 und 29 Premierminister Trudeau, in Punkt 31 Doug Ford, der Premier von Ontario, in den Punkten 32 und 33 die kanadische Gesundheitsministerin Christine Elliott, in Punkt 34 Jim Watson in seiner Funktion als Bürgermeister von Ottawa, in Punkt 35 der kanadische Generalstaatsanwalt sowie in Punkt 36 der Generalstaatsanwalt des kanadischen Bundesstaats Ontario. Die Klage beginnt auf Seite 21 mit Punkt 37, in dem pauschal die konstitutionelle Autorität der Regierung und Verwaltung in Sachen Covid-19 in Bezug auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angezweifelt werden. In Punkt 38 wird in Frage gestellt, dass die kanadische Regierung die gesetzliche Autorität besäße, die von der WHO weltweit empfohlenen Maßnahmen gegen die Pandemie auch in Kanada umzusetzen. Das ist auf Seite 22. Die weiteren 102 der insgesamt 124 Seiten umfassenden Klageschrift ergehen sich in immer abstruseren Ausführungen. Auch die von Dr. Füllmich immer hervorgehobene angebliche Untauglichkeit des PCR-Tests wird in Kapitel 4 ab Seite 83 näher eingegangen. Die ersten beiden Absätze beschäftigen sich mit Nichtigkeiten bezüglich des Datums der Online-Veröffentlichung auf Virological.org, des Datums der Einreichung bei der WHO und der Veröffentlichung in der Zeitschrift Eurosurveillance. Das sind belanglose Haarspaltereien, die nur der Diskreditierung des gesamten Papiers dienen. Es folgen die üblichen unqualifizierten Schwerdenker-Argumente, die von keinem Wissenschaftler ernst genommen werden, da sie vor Unwissen nur so strotzen. In der Zusammenfassung versuchen die Kläger, die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als totalitäre Eingriffe in die Rechte der Menschen darzustellen, wohl wissend, dass die Zahl der Opfer um ein Vielfaches höher gewesen wäre, hätte man keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie einzudämmen. Der für die Klage zuständige Richter hat bereits im Vorfeld erklärt, dass die Klage in der gegebenen Form keine Chance auf Erfolg hat. Warum man Geld mit aussichtslosen Klagen verbrennt? Nun, die Anwälte werden nicht umsonst tätig. Zumindest sie haben mit einer kaum nennenswerten Arbeit einen guten Gewinn generiert. Dass die an der Klage Beteiligten nie wieder etwas von ihrem Geld sehen werden, sollte inzwischen selbst den weniger intelligenten Mitklägern klar geworden sein. Sie können aber stolz behaupten, sie hätten einigen Anwälten ein nettes Taschengeld zukommen lassen. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!